Hallo zusammen, in diesem Video möchte ich Ihnen und Euch typisch Siegerländer Gerichte präsentieren. Dazu habe ich das Wilnsdorfer Kochbuch benutzt, das man hier jetzt auch sieht. Es enthält zahlreiche Rezepte zum Kochen und Backen. Während der Zubereitung der Speisen werden zwei Vertreterinnen der katholischen Frauengemeinschaft Wilnsdorf, die mit der evangelischen Frauenhilfe zusammen das Buch gestaltet haben, etwas sagen über die Entstehung des Buches, die landwirtschaftliche Entwicklung im Siegerland und über Spenden, die mit dem Buch gesammelt wurden. Nun geht es aber erstmal los mit dem ersten Gericht, einem Kartoffelbrot. Viel Spaß! Zur Entstehung des Buches, also im Jahre 84, da waren die Vorbereitungen für die 800-Jahr-Feier, die 1985 stattfand, in vollem Gange. Und irgendwie waren wir da auf die Idee gekommen, man könnte ja da auch alte Wilnsdorfer Rezepte irgendwie zu einem Kochbuch verarbeiten. Und wir haben dann so vorsichtig angefangen, umzufragen bei den älteren Mitgliedern. Und dann erfuhr ich dann durch Zufall, dass die evangelischen Frauen auch sowas anfingen vorzubereiten. Und da habe ich also ganz schnell mich dann mit der damaligen Vorsitzenden, Frau Häbel, in Verbindung gesetzt. Und wir haben dann versucht, uns zu einigen. Und das ging dann auch ganz prima. Wir hatten schon viel zusammengearbeitet, auch durch die Vorbereitungen für die 800-Jahr-Feier waren wir ja ständig im Kontakt. Und wir haben uns dann ganz schnell geeinigt, dass wir das zusammen machen. Unsere Helferinnen sind sammeln gegangen bei den alten Wilnsdorfer Familien. Und das, was sehr interessant noch war für mich, da gab es dann also keine Rezepte, nicht, sondern dann sagte uns die Frau sowieso, ja, dann eine Tasse davon und in der Schüssel so viel, nicht? Und dann alles schön mischen und machen, nicht? Vor allen Dingen für den Reibekuchen, nicht? Da hatte jeder sein eigenes Rezept. Und dann, ich sag, da können wir nicht, das können wir nicht ins Kochbuch so schreiben. Wir müssen schon ein bisschen genauer wissen und müssen Gewichte haben und wirklich Maße, die ihr nachvollziehen kann. Ne? Und dann habe ich den Vorschlag gemacht, also jetzt, wenn Sie das nächste Mal einen Reibekuchen machen oder wenn Sie das nächste Mal eins dieser Rezepte, dann machen Sie das nach Ihrer Art, aber jede Zutat vorher abwiegen. Und daraufhin kriegten wir dann verschiedene Rezepte mit Gewichten und da haben wir dann also die rausgesucht, die wir glaubten, dass sie die richtigen und besten waren. Ja, und einige kriegt man dann auch natürlich so gut. Wir hatten den Frauen gesagt, sie möchten die Rezepte, die sie zu Hause am liebsten kochen. Und das war also sehr mühsam, das dann auszusuchen und auszuwählen und was man nun wirklich reintut und was nicht. Und dann haben wir vorgegeben, vorher erst die Zutaten, dass jeder einen Überblick hat, habe ich das zu Hause oder muss ich was kaufen? Und dann erst das Rezept. Das war bei anderen Kochbüchern nie vorher die Zusammenstellung und immer nur so da drin. Da musste man also immer suchen, das fand ich also nicht gut. Und da ist dann diese sehr übersichtliche Form bei rausgekommen.
Der Siegerländer isst also gerne Kartoffel. Also würde ich mal jetzt sagen. Also bei ihm ist jetzt nicht unbedingt so Reis und Nudel der ältere Siegerländer. Sondern da gehören einfach zu der Mahlzeit Kartoffeln dazu. In welcher Form auch immer. Als jetzt hier so als gerieben oder als gebraten oder als gekocht oder als gestutzt oder wie auch immer. Der Siegerländer isst gerne Kartoffeln. Die Leute hier hatten kleine Felder und da konnten sie die Kartoffeln anbauen. Nudeln kann man nicht anbauen. Korn, Mehl war hier eine Rarität. Und deswegen hatte man nicht das feine Mehl und hat das dann ersetzt, eben auch bei dem Kartoffelbrot und so weiter, durch Kartoffeln. Teilweise wenigstens hat man das Mehl gestreckt. Und deswegen eben Kartoffeln hatte man auf dem eigenen Feld und dann war natürlich Kartoffel das Hauptgericht. Ne? Generell hier in der Region ist es ja so, dass das früher alles so kleine Nebenerwerbslandwirte waren. Die hatten halt eben einen Beruf irgendwo und haben aber dann halt eben fast in jedem Haus war eine Nebenerwerbslandwirtschaft, wo sie halt eben auch dann ja, ganz früher den kompletten Lebensunterhalt mitgedeckt haben und dann halt eben später zumindest ergänzt haben. Und es wurde halt eben alles angebaut, was halt eben dieser Boden hergab. Das ging von Halmfrucht auf, also Roggen, Hafer, Gerste, Weizen weniger, dann Kartoffel, Rüben und alle Gemüsensorten, wo halt eben dann, und Landwirtschaft jetzt ja auch Milchwirtschaft, wo die halt eben dann ihre Butter, ihre Milch, ihre Sachen und so weiter selber erzeugten. Und das war halt eben das, was auch dann täglich auf den Tisch kam. Da war jetzt die Lebensmittelhändler, die Discounter wie heute, das war ein kleiner Tante-Emma-Laden. Da konnte man ein bisschen Mehl, ein bisschen Salz und Zucker und so weiter in loser Form kaufen. Noch nicht einmal abgebunden, die ersten früheren Jahre. Ich kann mich noch so als Kind daran erinnern. Und da wurde nicht viel Metzger und so was. Die hatten mehr oder weniger mit den Hausschlachtungen eher zu tun, als wie mit ihren Schlachtungen für den eigenen Verkauf. Zumindest jetzt in den ländlichen Regionen. Das war in Siegen mit Sicherheit anders wie jetzt auf den Dörfern. Und da war halt eben wirklich, da lebte man von dem, was die Landwirtschaft hergab. Sowohl fleischmäßig, wurstmäßig, wie aber auch jetzt Gemüse, das wurde eingeweckt und gemacht und haltbar gemacht in irgendeiner Form. Und deswegen auch diese Kartoffellastigkeit halt eben, weil klar, die Kartoffel hat sie im Keller. Da braucht sie nur zu nehmen und zu schälen und zu verarbeiten und dann hat sie schon mal zumindest eine sehr umfangreiche Beilage. Nicht unbedingt eine vollwertige, aber eine umfangreiche Beilage. Und ich will nicht wissen, in wie vielen Familien in früheren Zeiten Kartoffel die Hauptzutat war. Nicht nur als Beilage, sondern als vollwertige Mahlzeit war. War halt eben so. Ich meine, es gab zwar in den früheren Jahren hier im Siegerland eine verhältnismäßig gute Arbeitsstruktur durch Handwerksbetriebe. Es waren viele Tischlereien, Zimmereien und auch die Industrie jetzt, Stahlindustrie jetzt. Erzbergbau. Erzbergbau, die sind waren zwar halt eben, aber das war ja auch nur für alle. Da waren also noch viele, die wirklich nur von der Landwirtschaft gelebt haben, zumindest in der Generation vor mir. Dann hat sich das natürlich alles immer mehr verwässert. Dann wurden die Kleinlandwirtschaften oder die nebenerwerbslandwirtschaftlichen Betriebe schliefen immer mehr ein. Und heute hast du ja nur noch 3-4 Landwirte, die halt eben das gewerbsmäßig großflächig machen. Thank you.
Durch diese Kochbucherstellung und diesen Vertrieb von den Kochbüchern hat die, sowohl die Evangelische Frauenhilfe wie auch die Katholische Frauengemeinschaft riesige Einnahmen gehabt, die sie halt eben alle dann im Laufe der Jahre gemeinnützig weitergegeben haben. Und gerade wir von der Katholischen Frauengemeinschaft haben halt eben Projekte hier in der Region, sei es das der Pflegekreis, das Kinderzuhause in Olbe, Kinderjugendhospiz in Olbe, Kinderzuhause in Burbach, das Evangelische Hospiz in Siegen. Das sind alles solche Institutionen, die laufend von uns unterstützt worden sind, aber auch eine Menge Projekte in der Dritten Welt. So haben wir zum Beispiel in Brasilien, in Balsas, halt eben das Projekt Hol ein Kind von der Straße, was halt eben auch über Jahrzehnte jetzt schon von uns unterstützt wird. In Brasilien hatten wir früher verschiedene Projekte, die halt eben aufgrund von Verbindungen von der Frau Cordon unterstützt worden sind. Wir haben in Afrika halt eben das Projekt von der Helga Josche Igukaneni, was halt eben von uns unterstützt wird. Und so ist halt eben durch diesen Kochbuchvertrieb wirklich eine Menge Positives, sowohl nah wie fern, erledigt oder übernommen worden. So muss ich mich vielleicht besser ausdrücken. Also in der Hinsicht war dieser Gedanke mit dem Kochbuch für viele, viele Menschen ein echter Segen. Nicht nur für uns durch diese Sammlung von Rezepten und den Erhalt dieser alten Rezepte, sondern halt eben auch mit dem, was dabei rumgekommen ist, für viele Bedürftige.